Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus at Home begrüßt Frau Professor Martina Seester in Homburg in Deutschland und Herrn Dr. Roman Reindl-Schweighofer in Wien in Österreich, mit denen wir uns gemeinsam über neue Erkenntnisse immunologisch und klinisch zur Boosterimpfung gegen SARS-CoV-2 unterhalten möchten. Lieber Herr Reindl-Schweighofer, liebe Martina, ganz herzlichen Dank für die gemeinsame Zeit heute Abend. Professor Martina Seester ist Biologin und Professorin an der von ihr geleiteten Abteilung für Transplantations- und Infektionsimmunologie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Sie hat sich ein wissenschaftliches Leben lang mit dem Nachweis von viralen Erregern am Menschen beschäftigt, lange Zeit mit dem CM-Virus, mit dem HI-Virus und jetzt seit 2 Jahren natürlich auch mit SARS-CoV-2. Und sie hat im letzten Sommer eine Landmark-Study zum Vergleich der Immunogenität verschiedener SARS-CoV-2-Impfstoffe in Nature Medicine veröffentlicht, auf die sich seither unter anderem die STIKO-Impfempfehlung für Deutschland berufen. Dr. Roman Reindl-Schweighofer ist Nephrologe in der Medizinischen Universitätsklinik 3 der Medizinischen Universität Wien. Schwerpunkt seiner klinischen und immunologischen Arbeit sind Aspekte der Transplantationsmedizin. Er hat aber auch andere nephrologische Interessen. Unter anderem war er auch Co-Autor und Initiator der ETA-K-HD-Studie zu aktiven Vitamin D und Calciumimetika bei Dialysepatienten, die wir im letzten Sommer mit Professor Oberbauer besprechen durften. Jetzt hat Dr. Reindl-Schweighofer das geschafft, was nur ganz wenige von uns schaffen, nämlich in der Pandemie zur Frage der Boosterimpfung eine randomisierte klinische Studie bei nierentransplantierten Menschen initiiert. Und das ist eine der ganz, ganz wenigen randomisierten Studien, die es überhaupt zu dieser Frage der Boosterung gibt. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir das gemeinsam jetzt einerseits naturwissenschaftlich, biologisch, immunologisch, andererseits medizinisch-immunologisch diskutieren können. Meine Co-Moderatorin ist Anja Scheuer, angehende Internistin und Nephrologin aus Frankfurt. Mein Name ist Gunnar Heine, Nephrologe in Frankfurt. Bevor wir uns mit dem Boostern beschäftigen, möchten wir aber noch einen Schritt zurückgehen und auf der Basis von einem Gespräch, das wir letztes Jahr mit Martina Seester führen durften, einerseits für nicht immunsupprimierte Menschen der Allgemeinbevölkerung mit Martina Seester und für Nierentransplantierte mit Roman Reindl-Schweighofer diskutieren, wie Stand Januar 2022 die optimale Primärimpfung aussieht. Bevor wir aber die Boosterung besprechen, möchten wir gerne einen Schritt zurückgehen und basierend auf einem Gespräch, das wir im letzten Jahr mit Martina Seester führen durften, einmal für die Allgemeinbevölkerung und dann auch noch für nierentransplantierte Patienten diskutieren, wie aus heutiger Sicht Mitte Januar 2022 die optimale Grundimmunisierung gegen SARS-CoV-2 aussieht. Ich würde gerne beginnen mit ein paar Fragen an die Frau Professor Seester zur Grundimmunisierung in der allgemeinen Bevölkerung. Und zwar gibt es in Deutschland ja immer noch Millionen von ungeimpften Menschen. Vom heutigen Standpunkt aus beurteilt, wie sieht die optimale Grundimmunisierung aus immunologischer Sicht aus? Ja, das ist eine gute Frage. Vielen Dank. Also Gunnar hat ja gerade schon auf unsere Studie, die wir im letzten Jahr durchgeführt hatten, hingewiesen. Und da haben wir tatsächlich gesehen, wenn man jetzt die Wahl hätte zwischen Impfstoffen oder zwischen den Impfstoffen, die jetzt hier in Deutschland verfügbar sind, dann hatten wir tatsächlich beobachtet, dass eine heterologe Impfung, also die Kombination aus einem Vektorimpfstoff gefolgt von einer mRNA-Vakzine, tatsächlich sowohl auf Antikörper- als auch auf T-Zellebene die beste Immunantwort hervorgerufen hat, also die stärkste, sage ich jetzt mal. Und da hatten wir auf Antikörperebene war das
quasi so ähnlich wie eine homologe mRNA-Impfung. Aber auf T-Zellebene, insbesondere bei den CD8-T-Zellen, haben wir tatsächlich bei den heterologen Impfregimen, also sowohl bei Astra BioNTech als auch bei Astra Moderna, eine höhere CD8-T-Zell-Antwort beobachtet. Jetzt ist natürlich von der Praxis so, dass jetzt kaum mehr Vektorimpfstoffe verfügbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt die Frage aus heutiger Sicht beantworte, was ist jetzt die beste Strategie? Ich meine, wir haben jetzt eigentlich quasi nur noch die mRNA-Impfstoffe hier verfügbar, kaum noch Johnson & Johnson und gar kein Astra mehr, dann ist jetzt eigentlich die beste Strategie, sich mit entweder BioNTech oder Moderna impfen zu lassen. Und insofern sind es beide sehr gute Kombinationen, die auch in Studien hinsichtlich der Wirksamkeit sehr gut erprobt sind. Und macht es einen Unterschied, ob ich mich mit Moderna oder BioNTech impfen lasse? Wir wissen ja, Moderna ist ein bisschen höher dosiert. Es werden höhere Antikörpertitel gemessen. Ist der Impfstoff wirksamer? Also wir haben tatsächlich sowohl als auf Antikörper- als auch auf T-Zellebene etwas höhere Immunantworten. Also haben wir bei den Moderna-Kombinationen beobachtet. Also das betraf sowohl die homologe als auch die heterologe Kombi. Also insofern könnte man sagen, dass vielleicht sogar die Moderna-Impfung eine bessere Immunantwort hervorruft. Das konnte man tatsächlich auch auf Wirksamkeitsebene etwas bestätigen. Ja, also da war die Wirksamkeit auch im Langzeitverlauf, zumindest jetzt mal gegenüber der Delta-Variante, etwas höher als mit den BioNTech-Kombinationen. Aber letztendlich sind beide Kombinationen im Grunde sehr gut, um jetzt eine Grundimmunisierung durchzuführen. Und sollten wir da bei einem Abstand von 3 bis 4 Wochen bleiben oder gibt es Gründe, den zu verlängern oder zu verkürzen in irgendeine Richtung? Man sagen kann, je länger der Abstand zwischen zwei Impfungen sind, könnte es sein, dass da die Reifung und dann auch die Passfähigkeit der Antikörper auf das Spike-Protein zunimmt, sodass möglicherweise diese Diskussion längere Impfabstände schon valide ist. Aber ich glaube, das betrifft dann eher Folgeimpfungen, wo man eben solidere Daten hat, dass eben ein längerer Abstand im Grunde die Passfähigkeit der Immunantwort der Antikörper etwas verbessern könnte, also diese sogenannte Affinitätsreifung. Jetzt haben wir natürlich immer so eine pragmatische Entscheidung zu treffen, auch zwischen der immunologischen Wirkung und der Dringlichkeit, jetzt eine Impfung durchzuführen. Und im Momentan würde ich sagen, da hat man auch eine gewisse Priorität, möglichst schnell einen Schutz zu erreichen. Und da ist natürlich auch dieser kürzere Abstand oder so, wie er in den Zulassungsstudien dann auch getestet wurde, sicherlich jetzt empfehlenswert einzuhalten. Dann springen wir jetzt vielleicht mal von der Allgemeinbevölkerung zu den Immunsupprimierten, bleiben noch in der Phase vor der Boosterimpfung. Und die Frage nach Wien an den Nephrologen, wie sieht es aus bei den Immunsupprimierten? Im Prinzip die gleiche Frage, auch da haben wir sehr wenige, aber ja noch einige Ungeimpfte. Wie würden wir Anfang 2022 mit all dem Wissen, was in den letzten Monaten aufgehäuft worden ist, die optimale Primär- Vaccination definieren? Wichtige Frage. Ich glaube, es ist gleich zu sehen, wie die Professor gesagt hat, die mRNA-Impfstoffe sind eigentlich die Realität, die wir auch in Österreich haben. Es gibt noch marginal, glaube ich, Dosen für seltene Indikationen von Johnson & Johnson. Die AstraZeneca-Vakzine ist eigentlich gar nicht mehr in Verwendung und deswegen ist die Antwort relativ leicht, eine der beiden mRNA-Impfungen. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, was sozusagen bei den Immunsupprimierten die Grundvakzinierung betrifft, ich glaube, da sind die Franzosen sehr bald einen sehr richtigen Weg gegangen. Und die haben von Anfang an sich quasi die Gedanken gemacht, dass 2 Impfungen wahrscheinlich nicht ausreichen werden und haben das quasi schon in deren Primärvakzinierungsstrategie mit 3 Impfungen vorgesehen gehabt und haben da, glaube ich, sicherlich früher deutlich bessere Ergebnisse erzielen können wie der Rest von uns, die halt das sozusagen nach Beipackzettel nach 3 Wochen den Pfizer-BioNTech und nach 4 Wochen den Moderna noch einmal gegeben haben und dann einfach nichts gemacht haben. Ich glaube, das war schon eine sehr vernünftige und sehr weise vorausschauende
Entscheidung, das so zu machen. Aber ich glaube, es gibt da eine Arbeit, die eher aus Sachsen kommt, die sozusagen die primär ansprechen zwischen den beiden mRNA-Impfstoffen, zumindest als sekundären Endpunkt untersucht hat, von Christian Hugo. Und da sieht man, dass auch hier möglicherweise der moderne Impfstoff etwas mehr primäre Effektivität hatte, aber zumindest was die Seroconversion Rate damals betroffen hat. Aber wie in der Frage initial schon gleich vorgestellt wurde, es dürfte vielleicht auch nur ein Dosiseffekt sein zu einem gewissen Grad, weil die moderne Vakzine doch auch eine höhere Dosis mit sich gebracht hat. Also so wie wir das handhaben, ist, glaube ich, egal welcher der beiden mRNA-Vakzine die primäre Immunisierung, aber wahrscheinlich gleich, wenn man jetzt nochmal neu anfangen würde, wahrscheinlich gleich dreimal impfen, nicht zweimal. Das ist sozusagen die Primärimpfungsstrategie meiner Meinung nach bei Immunsupprimierten. Würde aber mit der zweiten Impfung dann auch weiter nach 3 bis 4 Wochen dann kommen, so wie es ja auch von der Zulassung so vorgesehen ist. Das heißt, es gibt auch keinen Grund, da jetzt im Nachhinein zu sagen, naja, man hätte es vielleicht auch ein bisschen später machen können oder so, sondern das ist das, was untersucht ist und dabei würden wir auch bleiben jetzt. Meine, oder? Es gibt diese UK-Daten, dass möglicherweise eine Streckung einen besseren Immune Response mit sich bringt. Das ist ja vorher schon angesprochen worden, aber das ist auch, sind auch Daten aus der General Population und ich weiß nicht, wie man das auf die Transplantpopulation jetzt anders umlegen sollte, aber ich würde grundsätzlich bei den vorgegebenen Impfintervallen, glaube ich, bleiben, aber möglicherweise gleich eine dritte Impfung anschließen, wie gesagt. Und hier könnte ja gerade die Idee dieser heterogenen Vakzinierung dann doch ein bisschen interessanter noch sein, Basis auf der Arbeit unter anderem von Frau Seester aus Homburg, dass man sagt, naja, da kitzelt man dann doch ein bisschen mehr raus, wenn ich parallel dann noch einen Impfstoff zum Beispiel auf Virusbasis dann nehme. Das würden wir aber auf der Adenovirusbasis machen. Letztendlich natürlich dann auch unter Inkaufnahme der Nebenwirkungen, die mit diesen Präparaten von AstraZeneca verbunden sind. Das würden wir aber für den klinischen Alltag jetzt nicht machen, sondern wir sagen, wir bleiben wirklich bei den beiden Messenger-RNA-Impfstoffen, weil damit die größte Erfahrung und die größte Sicherheit verbunden ist. Oder würden Sie es anders sehen? Ich glaube, so würde ich es sehen. Wir können dann eh nachher noch über die Studie, die wir gemacht haben, reden, ja, wo eben genau diese Überlegungen, die auch die Studie von Professor Seester gezeigt hat, nämlich dass eine heterologe Vakzinierung möglicherweise einen immunologischen Benefit in dieser Population bringt. Aber ich glaube, wie gesagt, die sind nicht mehr zur Verfügung, die Vektorimpfstoffe. Deswegen, glaube ich, ist die Antwort, die Realität bestimmt sozusagen die Tatsache, dass die mRNA-Impfstoffe jetzt das Mittel der Wahl sind, weil sie sind gut untersucht, sie sind sicher, sie sind effektiv und wir haben sie zur Verfügung. Ich glaube, das muss man so jetzt sehen. Ich hätte noch ein paar Fragen an die Immunologin zur Boosterung in der Gemeinbevölkerung. Welchen Impfstoff sollten wir da am besten benutzen oder was ist da das beste Vorgehen, der zeitliche Abstand? Also hier ist vielleicht tatsächlich so, was der zeitliche Abstand angeht. Da gibt es schöne immunologische Daten, dass tatsächlich je länger der ist, also dass dann die Boosterwirkung etwas deutlicher ist. Jetzt haben wir wieder die Situation gehabt, wie jetzt also vor der drohenden Omikron-Welle, dass eben da natürlich das Interesse war, möglichst früh auch zu boostern. Und so kam es jetzt eben, dass eben der Abstand von, zumindest in Deutschland, von 5 bis 6 Monaten jetzt auf 3 Monate reduziert wurde. Wenngleich vielleicht der Booster-Effekt bei einem kürzeren Abstand nicht so deutlich ausfallen wird, wie wenn man einfach länger wartet. Aber jetzt momentan tut man sicherlich gut daran, nach 3 Monaten zu boostern. Und jetzt zur Wahl des Impfstoffes nach der Boosterimpfung. Da kommt jetzt die Frage, zumindest was unsere eigenen Daten angeht, vielleicht etwas zu früh, weil das untersuchen wir gerade in der Normalbevölkerung bei uns am Klinikum etwas systematischer. Wir haben nämlich am Klinikum bei der Zweitimpfung schön 5 Gruppen letztendlich analysieren können und haben jetzt quasi aus demselben Kollektiv wiederum die Patienten oder Probanden sind es wieder geimpft mit nun mRNA-Impfstoffen, also entweder BioNTech, Pfizer oder Moderna. Ich meine, was wir definitiv sehen, ist, dass wir überall einen Boost erreichen. Also das ist die gute Nachricht. Ob wir jetzt zwischen den einzelnen Regimen beziehungsweise in Abhängigkeit davon, was die Probanden vorher erhalten haben,
Unterschiede sehen. Das müssen wir sehen. Es könnte so aussehen, dass da auch wieder der Moderna-Boost etwas deutlicher ausfällt, zumindest auf Antikörperebene. Aber da muss die Studie letztendlich jetzt noch abgeschlossen werden. Aber das sind sicherlich nochmal vielversprechende Daten, die ich auch selber sehr gespannt bin. Ist es aus immunologischer und klinischer Sicht sinnvoll, Antikörperspiegel zu messen? Oder beziehungsweise Immunantwort generell zu messen? Und wenn ja, dann in Form von Antikörpermessungen oder von T-Zell-Funktionalität? Also ganz pauschal würde ich sagen, nein. Also das heißt, weil wir immer noch nicht so ganz genau wissen, welche Antikörperspiegel jetzt tatsächlich mit Schutz korrelieren. Ich meine, es ist sicherlich so, dass wenn man die mit der Zeit verliert, dann fangen Durchbruchsinfekte an, häufiger aufzutreten. Aber wir haben immer noch keinen wirklich soliden Parameter, wo man sagen könnte, okay, ab dem Level ist man nicht mehr geschützt. Und insofern empfiehlt sich's für die generelle Bevölkerung nicht. Wenn man jetzt in die STIKO-Empfehlungen reinguckt zu den Immunsupprimierten, dort werden aber wiederum sehr wohl immunologische Messparameter empfohlen, also beispielsweise Antikörper, weil man einfach dort dann die Möglichkeit hat, die Patienten zu identifizieren, die bislang überhaupt noch nicht angesprochen haben und dann eben entsprechende Folgeimpfungen planen kann. Also vor diesem Hintergrund, also bei Risikogruppen, würde ich sagen, macht es Sinn, auf die Antikörper, gegebenenfalls auch die T-Zellen zu gucken, weil wir haben durchaus auch gesehen, also sofern T-Zell-Tests verfügbar sind, also wir haben das eben in wissenschaftlichen Studien gemacht, dass sehr viel mehr immunsupprimierte Patienten auch mit T-Zellen eine Response zeigen, als sie dies mit Antikörper tun. Also da kann man natürlich durch genaues Hinsehen dann einfach das Impfgeschehen etwas besser beurteilen und dann auch die folgenden Schritte planen. Ja. Aber für die allgemeine Bevölkerung eher nicht, ja. Bevor wir jetzt gleich zu der Wiener Studie kommen, vielleicht noch einmal nachgehakt. Das ist ja schon so ein bisschen ein Strategiewechsel, weil man uns ja bis vor kurzem gesagt hat, auf keinen Fall die Antwort messen. Die Assays sind nicht standardisiert genug, um sie zu vergleichen zwischen verschiedenen Labors. Und vor allen Dingen, wir wissen auch nicht, welchen Wert ich erreichen muss, um dann den entsprechenden Schutz zu haben. Das heißt, das gilt jetzt nicht mehr so uneingeschränkt, sondern in einzelnen Gruppen von Patienten wird man jetzt schon an diese Messung sich dann auch ranwagen für den klinischen Alltag. Ja, also ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Da kann der Herr Reindl Schweighofer nachher vielleicht noch was dazu sagen. Aber in Deutschland steht es zumindest in den STIKO-Empfehlungen so drin, dass man sich daran orientieren kann. Ja, wichtig ist allerdings, dass man dann wiederum standardisierte Tests nimmt, beziehungsweise dass man als eine Klinik dann eben auf den gleichen Test immer zurückgreift, weil die einzelnen Tests, die liefern durchaus sehr unterschiedliche Ergebnisse. Und da sollte man einen WHO-basierten Test im besten Fall nehmen oder einen Test, der immer vergleichbare Ergebnisse dann liefert. Ja. Und das wären sozusagen, was man sehr gut messen kann, sind die Immunglobuline, also die IgG-Titer sozusagen, die drückt die WHO-Tests, drücken die in BAU, also Binding Antibody Units pro Milliliter aus. Das wäre die Einheit, die die WHO empfiehlt. Zusätzlich gibt es noch Neutralisationstests, also im besten Virusneutralisationstests. Die neutralisierende Wirkung ist momentan natürlich sehr interessant zu erfassen, weil wir damit sehr schön messen können, inwiefern die durch Impfung induzierte Immunantwort oder Antikörperantwort auch gegen Omikron wirkt, sodass man auch abschätzen kann, wie gut wirkt die Zweitimpfung und wie gut wirkt die Boosterimpfung. Dann vielleicht noch eine Frage zu den Homburger Daten, die im Moment in der Mache sind, weil ich das ganz spannend finde, wenn du sagst, es gibt ein Signal, dass auch da Moderna möglicherweise ein bisschen immunogener ist als BioNTech. Das würde dann gelten, obwohl ich da ja für die Boosterimpfung bei Moderna mit der Dosis runtergegangen bin. Ja, das ist durchaus der Fall. Das hat man getan, um möglicherweise auch dem Mehr an Nebenwirkungen entgegenzuwirken. Also das müssen wir, wie gesagt, noch mal etwas genauer uns ansehen.
wo die Unterschiede dann genau liegen. Es könnte sein oder es sieht vielleicht so aus, dass die Unterschiede besonders in den Gruppen zu sehen sind, die vorher eine heterologe Kombi hatten. Ja. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also insofern müssen wir da warten. Ja. Wir werden nachfragen. Gut, dann schauen wir jetzt auf die Wiener Studie und an der Stelle zunächst nochmal ganz herzlichen Glückwunsch, weil es wirklich faszinierend ist, das, was sowieso im normalen klinischen Leben schon schwierig ist, eine randomisierte Studie zu machen, in eine Pandemie einzupfropfen. Das verdient den größten Respekt. Ich würde ganz gerne erstmal einleitend Fragen zu der randomisierten Wiener Studie zur Boosterimpfung, die vor wenigen Wochen in JAMA Internal Medicine auch publiziert worden ist. Welche Patienten sind eingeschlossen worden und wie ist die Randomisation erfolgt? Ja, die Studie, die Impfungen waren alle im Sommer, das ist nur vorweggenommen, das hat weniger, also wir haben Volldosis Moderna genommen, diese Dinge der Halbdosis, die waren uns damals noch nicht geläufig, also es war sozusagen die volle Dosis Moderna in unserem Studientrial. Die Population, die wir uns angesehen haben, die Daten waren irgendwie ab Mai aus diesen israelischen Studien zuerst und dann auch aus Frankreich relativ und in den USA bald ersichtlich, dass eben 2/3 der Transplantpatientinnen keine Antikörper entwickeln, also die in diesen serologischen Tests einfach unter der Nachweisgrenze waren nach 2 Impfungen. Und das war irgendwie der Startpunkt für uns zu überlegen, wie kümmern wir uns um diese Patientin. Wir haben uns weniger Gedanken darüber gemacht, was sind die Cut-offs an Baus oder an Arbitrary Units per Milliliter. Die haben wir damals auch irgendwie gar nicht einordnen können. Deswegen haben wir uns speziell auf diese Population gestürzt, unter Anführungszeichen, die keine Antikörper nachweisbar hatte. Und zwar unter 0,8 BAU pro Milliliter. Wir haben da diesen im Haus bei uns im AKH diesen Roche-Elixis-Test als Standardtest und den haben wir dann einheitlich für alle Untersuchungen verwendet. Und wir haben halt wirklich diese Population ausgesucht, die nach 2 Impfungen und zumindest 4 Wochen nach der 2. Impfung auf diesem Test ein negatives Ergebnis hatte. Also das ist wahrscheinlich eine hochvulnerable Gruppe, weil auch die niedrig Antikörper haben, wahrscheinlich auch Low-Responder sind. Aber wir haben wirklich als Studienpopulation uns primär nur die genommen, die nach 2 Impfungen gar nicht angesprochen haben. Und sie wurden dann 1:1 randomisiert und haben entweder den gleichen mRNA-Impfstoff noch einmal bekommen, den sie als für die Prime Boost für die ersten beiden Impfungen bekommen haben, oder den Janssen-Impfstoff, den Johnson-Johnson als Viral Vector Vaccine. Die Immunsuppression war, wenn ich es richtig im Kopf habe, standardmäßig bei der Mehrzahl der Menschen eine Triple-Immunsuppression aus Steroid, aus MMF und aus Tacrolimus. Das waren so ungefähr 3/4. Und 1/4 hatte dann alle möglichen anderen Kombinationen. Genau, der Großteil ist, wir sind ein Zentrum, das wahrscheinlich mehr Triple-Immunosuppression auch in der längeren Post-Transplant-Phase hat wie manche andere Zentren, weil wir halt dann wahrscheinlich auch einen starken Fokus eben auf Humoral Immunity haben, Alloimmunity in dem Sinne und deswegen wir die Patienten eigentlich in der Regel auf eine Triple Immunosuppression mit MMF, TAC und Low-Dose Steroid belassen. Deswegen war der Großteil unserer Patientinnen eben mit auf einer CNI-based Triple Immunosuppression und ein kleiner Teil hatte Belatacept. Das war sozusagen die Immunosuppression, die unsere Patienten hatten. Es repräsentiert ganz gut unseren Zentrumstandard. Und dann vielleicht, um da für die Hardcore-Nephrologen nochmal nachzuhaken, was ist da so ungefähr die Ziel-Tacrolimus-Talspiegel und die, sagen wir mal, durchschnittliche MMF-Dosis? Arbeiten Sie da mit 2x1 Gramm oder 2x500 eher? Beim MMF, Ziel ist 2x1 Gramm. Die Realität ist wahrscheinlich niedriger, 2x500 in den meisten Fällen. Wir haben es jetzt für diese Studie nicht genau ausgewertet, wie hoch die MPA-Dosis war für diese Analysen, sondern wir haben sozusagen nur den Medication-Status erhoben, ob sie MPA hatten oder Imurec als Antimetabolit und CNI, wahrscheinlich 5 bis 7 Draft-Levels, würde ich sagen, haben die meisten gehabt. Aber auch das haben wir uns nicht systematisch angeschaut. Wie haben Sie den primären Endpunkt ausgewählt? Worauf haben Sie zunächst geschaut? Ja, der primäre Endpunkt war die Seroconversion, nämlich wie viele hatten danach in irgendeiner Form messbare Antikörper auf dem ELISA-Test sozusagen. Wie hoch war die Seroconversion Rate? Wir haben dann eine Fallzahlberechnung vorangestellt und es ist halt immer schwierig, wenn es keine Vordaten gibt, eine vernünftige Fallzahlberechnung zu machen.
Aber wir haben sozusagen für uns intern definiert, wenn sozusagen eine Response Rate Different von über 20% ist, bei 30 versus 50 circa, dann würde man mit diesen 2x100 Patientinnen pro Gruppe eine adäquate Power haben, um das zu sehen. Und wir haben sie doch dann Response von über 20% Unterschied, hätten wir jetzt mal als klinisch relevant vorausgesetzt. Und das war sozusagen die Sample Size, die wir uns überlegt hatten für den primären Endpunkt. Und jetzt gibt es einen doppelten Blick in die Ergebnisse. Es gibt das, was wir lesen können in der fast aktuellen Ausgabe von JAMA Internal Medicine. Und dann verraten sie uns nachher, haben sie uns im Vorgespräch gesagt, sogar so ein bisschen schon einen ganz kleinen Blick in ein längeres Follow-up, was in der Publikation noch nicht drinsteht. Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei den gedruckten Ergebnissen, die für unsere Kolleginnen und Kollegen dann auch nachlesbar sind zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, genau. Wir haben die Patientinnen dann sozusagen geimpft, randomisiert, 1:1. Und dann nach 4 Wochen nach dieser Impfung war sozusagen der primäre Endpunkt definiert als Seroconversion Rate, wie vorher vorangestellt. Und dann haben wir eben diese Seroconversion von knapp 35% gehabt overall, also wieder ein Drittel, die danach Antikörper entwickelt haben. Es ist ganz wichtig zu sagen, dass sehr viele dieser, also wenn man sich ein bisschen mit diesen Baus beschäftigt hat, die gehen ja in den Tausenderbereich sozusagen in der Healthy Population nach 2 Impfungen, wenn man die bestimmt. Und diese vulnerable Population, die nach 2 Impfungen komplett seronegativ war und die dann serokonvertiert sind, die hatten dann oft auch relativ niedrige Werte trotzdem nach der dritten Impfung. Also im Bereich zwischen der Median war, weil die meisten nicht transplantiert haben, war nach wie vor negativ, aber der Average oder der Mean, der war irgendwo um die 30, 40 Bau. Also die waren alle, heute würde man sagen, weiterhin eigentlich nicht adäquate Responder. Das muss man schon sehen. Also unser primärer Endpunkt da war sozusagen rein auf die Seroconversion gezielt. Und wie gut diese Patientinnen dann mit diesen 30, 40 Baus auch geschützt sind, das ist, glaube ich, eine ganz andere Fragestellung. Also wir haben wirklich einen serologischen Endpunkt gehabt und keinen harten klinischen Endpunkt. Und wir haben dann einen Unterschied in der Response Rate zwischen den zwei Gruppen gesehen, der nicht signifikant war. Also der Unterschied war numerisch ausgedrückt, 35% der mRNA-Gruppe haben eine Seroconversion gehabt und 42% der Vektorgruppe. Und der Unterschied war eben nicht signifikant. Und für uns auch im Rahmen dessen, was man sozusagen als Schwankungsbreite mit dieser Fallzahl realistisch sehen würden. Aber die Grundaussage war, was sozusagen relevant ist, dass ungefähr etwas mehr als ein Drittel nach einer dritten Impfung dann in irgendeiner Form messbare Antikörper entwickelt haben. Das war sozusagen die Main Message. Aber trotzdem waren diese Antikörper, was sozusagen die Levels betrifft, nieder. Das ist, glaube ich, ebenso als K-Wert zu betrachten. Und dann haben Sie neben der serologischen Antwort sicher auch noch zelluläre Antwort angeschaut gehabt. Genau, das ist ein schwieriges Thema, weil die gesamte Immunosuppression, die unsere Patientinnen haben, sind eigentlich darauf ausgelegt, die T-Zelle möglichst zu inhibieren in ihrer Antigen-Recognition und auch in ihrer T-Cell-Help. Und wir haben am Anfang überlegt, was ist der Test, den wir machen sollten. Viele haben ELISpot-Assays verwendet und wir haben uns aufgrund der Feasibility primär jetzt für ein Interferon-Gamma-Release-Assay entschieden. Und da haben wir eigentlich eine overall nur 10% Response-Rate nach der dritten Impfung gesehen. Aber wie gesagt, ich glaube, diese IGRA-Results muss man vorsichtig genießen. Die sind vielleicht in dieser Population einfach nicht sensitiv genug, um hier eine definitive Antwort zu geben. Aber ich glaube, das ist sozusagen das Main Finding, auch wenn ein T-Cell-Response da ist, den wir vielleicht mit diesen IGRAs nicht detektiert haben, ein wirklich starker T-Cell-Response ist auch nach der dritten Impfung in unserer Population nicht zu sehen gewesen. Ich glaube, da muss man auch differenzieren zwischen der Art der Immunosuppression, weil Kolleginnen bei uns an der Klinik, die Rheumatologen und Rheumatologinnen, die haben auch eine Studie bei Rituximab-Patientinnen gemacht und das ist auch als Preprint mittlerweile erschienen. Und dort sieht man eine viel, viel stärkere T-zelluläre Antwort im Vergleich zu unserer Transplant-Population. Ich glaube, das ist ein wichtiges K-Wert, dass zumindest legen das unsere Daten nahe, dass auch die T-Cell-Response in dieser Population hochgradig eingeschränkt ist trotzdem. Ich meine, vielleicht Seroconversion ja, aber wirklich ein starkes Signal haben wir eigentlich nicht gesehen bei keinem dieser Patientinnen. Und die rheumatologischen Patienten, das ist mit dem gleichen Assay dann auch
gemessen worden? Nein, die haben Elispots verwendet, die haben einen anderen Zugang verwendet. Wir haben exemplarisch bei einigen Patienten auch Elispot-Assays gemacht, aber die waren auch very, very low sozusagen im Readout. Also das war generell ein sehr niedriges Ergebnis, muss man sagen. Was ja auch im negativen Sinne spannend ist, obwohl diese Studie ja auf Immunogenität und nicht auf klinische Endpunkte fokussiert war, sind trotzdem Menschen gestorben an Covid. Und diejenigen, die einen schweren tödlichen Verlauf hatten, das hat sich dann auch wieder gespiegelt, mit aller Vorsicht natürlich bei den dann doch ja überschaubaren Fallzahlen, aber mit der serologischen Antwort. Ja, also zwei Patientinnen sind leider im Verlauf dieser Studie in den ersten 1,5 Monaten der Studienzeit an Covid-19 verstorben, wobei einer ein Non-Responder war und die andere Patientin eine Low-Responderin war mit 5 Bau. Wie gesagt, das sind wahrscheinlich Hausnummern, diese niedrigen Baus, aber es zeigt, dass auch dieser Low-Response offensichtlich keine ausreichende Schutzwirkung gegenüber einer schweren Covid-19-Infektion mit sich bringt. Und wie gesagt, wenn man sich sozusagen die basale Seroconversion Rate anschaut, also nach Antikörper nachweisbar, war die Overall Response Rate 35%. Wenn man aber jetzt dann höhere Thresholds oder auch NT-Tests oder NT-Test-Surrogat-Tests herannimmt, dann fällt diese Zahl derer, die nach dritter Impfung sozusagen ein positives Readout hat, noch weiter runter. Das heißt, selbst wenn man jetzt diesen NT-Surrogat-Test, diesen CPAS-Test, den wir verwendet haben, ansieht, dann hat nur 10% überhaupt eine Response, die mit einer neutralisierenden Antikörperwirkung einhergeht. Also 10% derer nach dritter Impfung, die nach 2 Impfungen keine Antikörper hatten, hatten einen neutralisierenden Antikörperspiegel nach der dritten Impfung. Und das ist eigentlich das viel bedenklichere Problem, dass die auch nach der dritten Impfung eigentlich wahrscheinlich keinen adäquaten Schutz hatten oder haben. Wir würden das ja zu diesem Zeitpunkt, das, was wir in der gedruckten Version lesen können, dann so einordnen. Es gab eine leichte Tendenz, die aber nicht signifikant gewesen ist, zugunsten des Johnson-Impfstoffes. In der gedruckten Version, das, was wir bisher lesen konnten, würden wir aber ja wahrscheinlich für den klinischen Alltag dann doch den Schluss daraus ziehen, bei den mRNA-Impfstoffen zu bleiben, insbesondere da wir das Thema der Thrombose nicht haben. Aber jetzt haben sie uns verraten, dass wir einen ganz kleinen Ausblick noch in das machen, was wir noch nicht lesen können. Und dann wird es noch mal spannender und vor allen Dingen noch mal komplizierter, wenn man die Patientin noch ein bisschen länger nachbeobachtet. Genau, wie gesagt, die Impfung war im Sommer, das ist mittlerweile schon ein halbes Jahr her. Und wir haben die Patientinnen zumindest jetzt einmal nach 3 Monaten die meisten oder alle nachverfolgt. Da haben wir, glaube ich, 170 Patientinnen nachverfolgen können, die bis zu diesem Zeitpunkt noch keine weitere Impfung hatten. Und bei denen haben wir uns die Antibody Trajectories angeschaut, sozusagen über Zeit. Und man möge den Eindruck gewinnen, dass sozusagen die Vektorimpfstoffe vielleicht über die Zeit noch etwas, wieder nur die serologische Readout in den Antikörpern zunehmen, während die mRNA-Impfstoffe hier weniger Dynamik zeigen. Aber das sind sozusagen noch die präliminären Analysen dieser Population, dass man sozusagen über die Zeit vielleicht dann doch noch einen etwas stärkeren Effekt der heterologen Vakzinierung, was zumindest die Höhe der Antikörperlevels betrifft, sieht. Eine höhere Seroconversion über die Zeit danach, also Patientinnen, die zwischen dem 4 Wochen und 12 Wochen Follow-up-Zeitpunkt dann doch Antikörper entwickelt hatten, wenn sie vorher keine hatten, ist minimal, aber die Antikörper entwickelt hatten, zeigen zumindest den Trend soweit, dass die Antikörperspiegel möglicherweise weiter ansteigen. Aber auch hier bewegen wir uns in einer Antikörperhöhe, in Bau ausgedrückt, die vielleicht den niedrigen 100 bis 200 Baubereich betrifft, was wieder, wenn man das wieder zur Allgemeinbevölkerung in Vergleich setzt, immer noch unglaublich niedrige Werte sind. Und jetzt vor allem im Hinblick auf Omikron, wo sehr viel wahrscheinlich doch mit der Höhe der Antikörper zu tun hat, wo wahrscheinlich auch die Stärke der dritten Impfung liegt, dass die immer noch in einem wahrscheinlich sehr, sehr, sehr niedrigen Bereich liegen. Das ist ein wichtiges K-Wert. Dann vielleicht an dieser Stelle erstmal die Frage einmal nach Wien und dann die Einordnung nach Homburg. Was haben Sie jetzt an klinischen Konsequenzen für die Boosterimpfung als Drittimpfung daraus gezogen für den klinischen Alltag? Sind Sie bei den mRNA-Impfstoffen geblieben oder hat Sie dieser Verlauf der Antikörper dann doch gekitzelt, im klinischen Alltag zumindest bei einzelnen Patienten doch zu wechseln auf den Johnson-Johnson-Impfstoff? Ja, wir haben
Nein, also erstens haben wir impfen an unserem Zentrum selbst eigentlich kaum und die Verfügbarkeit von anderen Impfstoffen ist nicht wirklich gegeben. Also wir sind eher durch die Impfkampagnen, durch die öffentlichen an den Impfzentren, dort werden die meisten Patientinnen geimpft und dort wird eigentlich seit Monaten nur mehr mRNA verimpft, vor allem für Risikogruppen. Und diese Daten sind ja, wie gesagt, noch sehr frisch. Also diese Analysen der Verläufe, die kennen wir noch gar nicht so lange, um jetzt irgendwelche größeren Therapieentscheidungen getroffen zu haben. Aber in Summe sehen wir in dieser Gruppe, dass wichtiger ist, dass man im Zweifelsfall noch einmal impft, also eine vierte oder fünfte Impfung, die wir im Einzelfall in dieser Studienpopulation auch mit beobachten konnten, dass das mehr Benefit für die wieder nur Antikörperlabels bringt, als welcher Impfstoff gewählt wird. Das heißt, was wir wirklich sehen, ist, wenn sozusagen einmal eine gewisse Höhe an Antikörperresponse entstanden ist, also wenn die positiv waren, kam es nach einem weiteren Boost dann in der Regel zu einem doch deutlichen Anstieg. Das heißt, wenn einmal eine gewisse Grundimmunisierung stattgefunden hatte, dann sind die Patienten durch weitere Impfungen in der Regel dann doch irgendwann doch besser immunisierbar. Das ist sozusagen unsere Erkenntnis und die wirkliche Konsequenz, die wir sozusagen aus der Nachforschung gezogen hatten und auch aus der Beobachtung, was eine vierte Impfung oder eine fünfte Impfung in dieser Population dann bewirkt hat, empfehlen wir sehr großzügig weitere Impfungen, sei es viert, fünft oder im Einzelfall auch sechst Impfungen, wo wir nach wie vor dann in irgendeiner Form messbare Responses sehen. Also das ist sozusagen die Policy, die wir abgeleitet haben, primär aus den Studiendaten. Ich würde gerne nochmal bei der Drittimpfung nachfragen, wer waren die Patienten, die eher besser angesprochen haben, wer waren die Patienten, die eher nicht angesprochen haben? War das abhängig von der Immunsuppression? Es ist ja immer die Idee, dass MMF das erschwert mit dem Ansprechen. Ne, wir haben sozusagen drei Key Risk Factors sozusagen rausgefunden, zumindest in unseren Analysen. Der erste war sozusagen die Triple Immunosuppression, also Triple versus any other, also zweifach oder einfach Immunosuppression. Wir haben jetzt nicht differenzieren können, da waren die Fallzahlen in den anderen, weil wir, wie gesagt, eine sehr homologe Population haben, die sehr stark TAC und MMF-based ist, haben wir jetzt sozusagen keine Unterschiede in den einzelnen Medikamenten finden können, aber sozusagen eine Dreifach-Kombi war ein Risikofaktor gegenüber einer Zweifach-Kombi und Time after Transplantation. Das heißt aber, die Dinge korrelieren wahrscheinlich sehr stark intrinsisch miteinander. Je länger man transplantiert ist, desto eher hat man vielleicht dann nur eine duale und die hatten dann einen besseren Ansprechen. Aber wir bei uns im Zentrum ist das Torctenovirus ein großes Thema, TTV als Immunmonitor. Gregor Bond bei uns in der Klinik beschäftigt sich da sehr viel damit. Wir haben dann auch die TTV-Spiegel sozusagen als apathogenes Virus sozusagen gemessen vor der dritten Impfung. Und da konnten wir sehen, dass sozusagen die Höhe dieser Torctenovirus-Load an sich ein sehr guter Prädiktor für das Ansprechen war, weil das TT-Virus wahrscheinlich ein ganz guter immunologischer Marker für die T-Zell-Funktion ist. Das heißt, wir haben sozusagen, das waren die drei Faktoren, die wir identifiziert haben, die alle im Endeffekt das Gleiche erzählen, nämlich dass das Level der Immunosuppression der Main Risk Factor für Vaccine Non-Response ist in dieser Population. Ich würde gerne einmal, bevor Anja Scheuer dann noch andere Überlegungen übernimmt, wie man die Menschen nach Transplantation schützen könnte, Martina Seester bitten, das nochmal mit einzuordnen, nachdem du diese Arbeit gelesen hast aus Wien, würdest du geneigt sein zu sagen, wir haben vielleicht für den Johnson & Johnson oder für den AstraZeneca-Impfstoff, die Impfstoffe können ja auch wieder zurückkommen, für die Boosterung vielleicht doch noch einen Platz, den wir den zunächst mal gar nicht so zugeordnet hätten? Ja, das ist durchaus interessant. Also vielleicht nochmal, wir haben ja auch bei unseren Transplantierten eine Studie gemacht, zur Erst- und Zweitimpfung und haben da ähnlich wie bei Immungesunden auch die deutlichste Response gesehen, wenn die Patientinnen und Patienten heterolog geimpft wurden im Vergleich zu den homologen Schemata. Das hat uns veranlasst, zumindest jetzt in den Folgeimpfungen teilweise auch zu einem heterologen Schema nochmal zu greifen. Das heißt, bei zwei
beispielsweise BioNTech-Geimpften, also nach zwei BioNTech-Impfungen, dann nochmal mit Johnson und nochmal mit einer mRNA zu kommen, um möglicherweise nochmal den Benefit jetzt dieser heterologen Impfung bei Dritt- und Viertimpfungen nachzuspielen. Da sehen wir tatsächlich auch teilweise nochmal eine gute Impfresponse. Aber auch hier müssen wir nochmal die Gesamtdaten jetzt auswerten. Aber das wäre vielleicht nochmal von meiner Seite eine Frage auch an Herrn Reidl-Schweighofer, ob jetzt bei Viertimpfungen, die ja wahrscheinlich jetzt aus praktischen Gründen in Österreich hauptsächlich mit mRNA-Impfstoffen durchgeführt wurden, ob sich da diese beiden Gruppen nochmal unterscheiden. Vielleicht sogar würde ich jetzt hypothetisieren, dass dann sogar die mit dem Johnson möglicherweise eine bessere Response gezeigt haben, als die eine als Drittimpfung mRNA hatten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben ungefähr, nur um zu einzuordnen, ungefähr etwas mehr als die Hälfte dieser 200 Patientinnen in der Studie haben mittlerweile zumindest eine Viertimpfung erhalten. Und wir haben uns dann sozusagen jetzt sozusagen 5 bis 6 Monate nach der Drittimpfung sind wir gerade dabei, uns die Daten anzusehen. Und jetzt einmal, wenn man es grob anschaut, dann gibt es vielleicht doch ein Signal, das in die Richtung geht, dass die Patientinnen, die zur Drittimpfung heterolog geimpft worden sind, möglicherweise auf die Viertimpfung dann mit einer höheren Seroconversion Rate reagieren. Wie gesagt, diese Analysen sind noch nicht abgeschlossen, aber wir haben der heterologen Impfung noch nicht ganz auf Wiedersehen gesagt, dass es möglicherweise doch, eben wie Sie auch schon vermutet haben, in diesem Priming und dann wieder sozusagen mRNA-Boost auf eine heterologe Impfung, dass es dann doch möglicherweise einen gewissen Benefit gibt. Aber die Daten sind alle noch sehr präliminär und wir sind gerade dabei, das zu analysieren. Und sobald wir da mehr wissen, werden wir das ja dann schon irgendwie veröffentlichen zu versuchen zumindest. Aber ich glaube, es sind wichtige Strategien, die Sie ansprechen. Und auch, weil vorher das kurz angesprochen wurde, diese Mycophenolate als einer der wichtigsten Risikofaktoren für Vaccine-Non-Response. Es gibt jetzt eine ganz, ganz interessante Preprint-Studie aus Berlin von Clemens Bude und der Eva Schretzenmeier, die sich in einer sehr kleinen Gruppe von 29, 30 Patientinnen angeschaut haben, was passiert, wenn das MPA pausiert wird für die Viertimpfung. Und die haben dann doch sehr, sehr gute Response Rates gesehen von 70-80%. Also es gibt neben der heterologen Impfung wahrscheinlich auch noch andere Strategien, um sozusagen diesen Non-Response irgendwie zu überwinden und die Patientinnen dann doch dazu oder das Immunsystem der Patientinnen dazu zu bringen, eine adäquate Immunresponse aufzubauen. Also ich glaube, das sind alles wichtige Tools, die wir sozusagen jetzt erkennen, wie wir den Patientinnen vielleicht doch eine Immunität vermitteln können. Und die Pausierung ist dann einige Wochen im Vorhinein und endet dann mit der Impfung oder wird man dann nach der Impfung auch noch ein paar Tage Pause mit dem MMF machen? Also in diesem Preprint wurde das Mycophenolate oder glaube ich in ein oder zwei Fällen auch das Imurec circa 5 Tage oder 5 bis 7 Tage vor Impfung passiert und dann noch 4 Wochen nach der Impfung. Diese 7 Tage davor beruhen, also wir haben uns auch mit dem in Wien beschäftigt und es gibt ein paar Studienprotokolle, die registriert sind, die alle ungefähr so 7 Tage vor Impfung das Mycophenolate pausieren. Da gibt es sogar eine Empfehlung der amerikanischen rheumatologischen Gesellschaft diesbezüglich, dass 7 Tage wahrscheinlich mit der Halbwertszeit ausreichend ist, um wirklich die Drugs sozusagen wegzuhaben, bevor die Impfung dann erfolgt. Und das Wichtige und Spannende ist, was die Kolleginnen in Berlin gemacht haben, ist, dass es danach 4 Wochen nach der vierten Impfung weiter pausiert haben lassen, das Medikament. Und dann hat man, wie gesagt, eine sehr, sehr vielversprechende Response Rate gesehen. Und das passt auch, wie gesagt, zu den bereits in den ersten Publikationen zur Impfresponse bei Transplantierten gesehenen Risikofaktors, dass Mycophenolate wahrscheinlich der wichtigste Faktor ist, der ein Ansprechen verbessern kann. Das sind sehr, sehr wichtige und spannende Daten. Die haben dann auch in der Studie sich zumindest mal in diesem 4-5 Wochen Follow-up Safety angeschaut, weil das ist, glaube ich, für Transplantmedizinerinnen das Hauptkonzern, wenn man das zu lange pausiert, das MPA, dass man vielleicht andere Probleme sich einkauft. Aber die haben Cell-Free-DNA angeschaut und DSA und haben eigentlich keinen Unterschied, also kein Safety-Signal gesehen, zumindest 4 Wochen danach bei dieser guten Response-Rate. Und noch einmal nachgehakt, bevor wir dann noch an 2, 3 andere Punkte nochmal bohren.
Das wird aber nur erwogen für Menschen, die auch wirklich unter Triple-Therapie sind, bei denen ich dann das Steroid und den Calcineurin-Inhibitor unverändert fortlaufen lasse, oder? So wurde das in dem Protokoll gemacht. Ich glaube, das Median Time after Transplantation war auch so irgendwo 8 bis 10 Jahre. Also das war eine alte, unter Anführungszeichen, Transplantpopulation, wo man sich das Risiko wahrscheinlich in Kauf nehmen kann oder kalkulieren kann, eine kurze Pause zu machen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das sind sehr wichtige Daten, dass sozusagen auch bei diesen Patienten, die noch 3 Impfungen nicht angesprochen haben, noch Möglichkeiten bestehen. Ja, wir haben uns, das ist dann auch noch nicht veröffentlicht, Daten in einer sehr, sehr kleinen Gruppe an Wiener Patientinnen haben wir für 2 Wochen, wir waren da irgendwie nicht so mutig, das MPA pausiert eine Woche davor und eine Woche danach. Und haben 19 Patientinnen eben da ein viertes Mal geimpft und da haben wir eigentlich keinen höheren Response gesehen als in der allgemeinen Viertimpfungsgruppe. Das heißt, 2 Wochen ist, wie gesagt, nicht publiziert. Präliminär bin ich mir aber relativ sicher zu wenig. Also irgendwo zwischen, wahrscheinlich muss man es längerfristig passieren, um einen Effekt zu sehen. Das ist sozusagen das MPA. Und man muss natürlich das individuell mit den Patientinnen abschätzen, bei wem man sich das zutraut. Sorry, dann haben wir zum Schluss noch ein paar Fragen an Sie beide, die so ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft geben sollen. Und zwar, macht es Sinn, für die Boosterimpfung verschiedene Dosierungen zu benutzen? Also wir haben ja beispielsweise bei Moderna nur die halbe Dosis als Booster, für Immunsupprimierte die volle Dosis. Macht es da Sinn, vielleicht sogar die doppelte Dosis bei bestimmten Erkrankungen zu verwenden? Also ich weiß es nicht, aber so wie es für mich scheint, das doch eine gewisse Dosis-Wirkungsprinzip zu folgen bei den Transplantierten. Also ich glaube, es spricht jetzt aus meiner Sicht naiv immunologisch, glaube ich, nichts dagegen. Mehr und öfters, glaube ich, das ist gerade die Strategie, die wir hauptsächlich verfolgen. Ja, würde ich auch so sehen. Die volle Dosis, glaube ich, macht auf jeden Fall Sinn. Vor allen Dingen angesichts der Tatsache, dass bei Transplantierten das Nebenwirkungsspektrum im Kontext der Impfung durchaus überschaubar ist. Ja. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir über Viertimpfung sprechen. Wir haben ja vor allen Dingen französische Daten dazu gesehen gehabt, weil die Franzosen diejenigen gewesen sind, die da bei den Immunsupprimierten am schnellsten gewesen sind. Jetzt auch die ersten wahrscheinlich sind die 5- und 6-Daten präsentiert. Aber so wie ich die Literatur überblicke, und das kommt ja wöchentlich praktisch Neues dazu, scheint es ja so zu sein, dass diejenigen, die nach der Drittimpfung so gar nicht angesprochen haben, die wirklich Antikörper von 0 haben, auch bei der Viert- und bei der Fünftimpfung dann keine Antwort zeigen. Also macht es wirklich Sinn, dann immer weiter und weiter zu machen? Oder gibt es nicht dann vielleicht zumindest für diese Transplantierten mit einer Antwort von 0 dann auch mal den Punkt, wo wir dann so ähnlich wie bei der Hepatitis auch sagen, es ist eben ein Non-Responder? Wie gesagt, in unseren Daten sehen wir, dass auch ungefähr ein Drittel derer, die nach 3 Impfungen keine Antikörper haben, nach der 4. dann in irgendeiner Form Antikörper entwickeln. Und das sind jetzt ungefähr 70 Patientinnen oder ungefähr größenordnungsmäßig, die wir da uns angesehen haben. Also glaube ich, dass das schon vernünftig ist. Ich glaube, dass man ruhig weiter impfen sollte, weil, wie gesagt, wieder ein Drittel nach der 4. Impfung dann doch Antikörper entwickelt, die dann möglicherweise durch die 5. Impfung oder 6. Impfung dann so weit geboostet werden können, dass sie auch einen relevanten Immune Response darstellen. Aber die Seroconversion Rate zwischen, quasi grob gesprochen, zwischen 2. und 3. ist ein Drittel und zwischen 3. und 4. Impfung ist wieder ein Drittel. Also kann man damit schon noch Patientinnen in irgendeiner Form grundimmunisieren. Also Stand jetzt nicht aufhören nach 3-mal, sondern weitermachen. Würden wir sagen, wir warten ab, wann wir irgendwann rund um Ostern rum den Omikron-spezifischen Impfstoff bekommen, der jetzt ja angekündigt ist von Pfizer, oder würden wir das für unsere Impfstrategie jetzt im Moment mal beiseite legen und sagen, wenn er da ist, freuen wir uns, aber solange wie er nicht da ist, arbeiten wir mit dem ganz normal weiter, was wir jetzt bei Hand haben? Also unser Zugang ist, wir impfen sie jetzt und wenn der neue Impfstoff da ist, dann kriegen sie den neuen auch. Glaube ich, das. Also der Immune Response ist so nieder bei diesen Patientinnen. Irgendwie sehe ich die Überimpfung noch nicht irgendwie auf uns zukommen, dass wir zu viele Dosen gegeben hätten. Also das ist zumindest unser Eindruck in dieser Population, die wir engmaschig nachverfolgen.
Ja, ich würde es auch so sehen. Ich meine, der Omikron-Impfstoff ist dann natürlich der spezifischere und das wird man dann quasi bei allen, die man impft, so wählen und dann natürlich auch bei Transplantierten, dass man damit die Response erhöht. Damit ist natürlich nicht zu rechnen, ja. Sollten wir bei Immunsupprimierten therapeutisch oder vielleicht sogar prophylaktisch die monoklonalen Antikörper einsetzen? Und macht die das Auftreten der Omikron-Variante dann einen Unterschied? Also wie gesagt, ich kann nur von uns am Zentrum reden. Wir geben jetzt eigentlich Sotrovimab in einer Pre-Exposition-Prophylaxe bei den Non-Respondern. IV, das ist als IV-Infusion zugelassen, zumindest für die Behandlung. Und wir geben das jetzt an Patientinnen, also wir haben es, glaube ich, jetzt 40 Patientinnen quasi als Prä-Expositionsprophylaxe gegeben, die halt nicht Non-Responder waren, weil wir das zur Verfügung haben. Soweit ich die Daten verstehe, gibt es nur zwei dieser monoklonalen Antikörper, die gegen Omikron wirksam sind. Das eine ist Sotrovimab, das eigentlich, so wie es aussieht, gar keine Effizienzeinbußen hat gegenüber Omikron, weil das halt auch etwas anders designt ist wie die anderen monoklonalen Antikörper. Und der zweite, der möglicherweise noch eine Wirkung hat, obwohl die Effektivität in diesem In-vitro-Test doch deutlich reduziert ist, ist dieser Evusheld-Antikörper von AstraZeneca, der aber erst in den USA und in Frankreich, soweit ich weiß, zugelassen ist. Und den wir aber im Rahmen einer Studie wahrscheinlich ab in einigen Wochen auch bei uns testen werden. Also es ist unsere Strategie, die wir jetzt eigentlich verfolgen, ist, dass wir vorerst die Patientinnen, die nicht ansprechen, im Sinne einer Präexplosionsprophylaxe mit monoklonalen Antikörpern Sotrovimab und wenn verfügbar Evusheld sozusagen einmal abschirmen. Da sehen wir gerade im Endeffekt die Lösung ein bisschen für das Problem, das wir sehen bei unseren Patientinnen. Ja, ich meine, grundsätzlich kann man sagen, dass die passive Immunisierung durch diese Antikörperpräparate sehr gut funktioniert, auch möglichst in der frühen Phase zumindest verabreicht. Und wie Herr Reindl-Schweighöfer schon sagte, macht es natürlich was aus, jetzt Richtung Omikron, dass man das richtige Präparat verwendet. Also bei Delta gab es noch ein ganzes Spektrum an Präparaten, die hier sehr gut wirksam waren, aber das ist jetzt zusammengeschrumpft auf eben genau die Präparate, die er gerade nannte. Und da ist man natürlich jetzt etwas auch durch die Verfügbarkeit gebunden, ja. Ich einmal noch praktisch nachhaken. Jetzt ist ein transplantierter Patient irgendwo im tiefsten Burgenland, weiß nicht, 150 Kilometer von Wien entfernt. Wie kriegt der die Antikörper? Wer misst dann die Titer nach? Kommen die dann zu Ihnen ins Zentrum nach Wien oder wird das vor Ort gemacht? Das ist ja ein teurer Spaß. Es ist, wie gesagt, jetzt kriegen es die Hochrisikopatientinnen, die ein Risikoprofil haben und die wirklich keinen Ansprechen auf drei oder vier Impfungen hatten. Also das ist ein sehr selektioniertes Patientenkollektiv. Und wir haben in unserer Ambulanz eigentlich schon über die letzten Wochen und Monate, wahrscheinlich mittlerweile fast ein Jahr, eben ein engmaschiges Antikörpermonitoring gemacht. Und wir haben einen guten Überblick über unsere Patientinnen, die Non-Responder sind. Und die laden wir jetzt sozusagen aktiv ein, wenn sie sozusagen auch ein starkes Risikoprofil haben, jetzt für dieses Sotrovimab-Infusionen, die wir nur bei uns im Zentrum zurzeit geben können. Bezüglich, das ist die Frage, die Sie aufgebracht haben, wann ist der Zeitpunkt des Redosings? Ich glaube, das weiß im Moment noch niemand. Die Halbwertszeit ist irgendwo 50 Tage. Wie lange diese Spiegel im Blut neutralisierend sind. Man geht irgendwie, das sind jetzt aber eher educated guesses, irgendwie 2, 3 Monate geht man davon aus. Wie man dann die Spiegel überprüft, misst man einfach Antikörper. Wir haben jetzt, das ist ganz interessant, wir haben jetzt dieser Roche-Kit zum Beispiel, den wir standardmäßig bei uns am Zentrum in vielen Krankenhäusern verwenden, der funktioniert mit Sotrovimab nicht. Das misst das Sotrovimab nicht adäquat. Das heißt, wenn man denen ein Blut abnimmt, nachdem sie das Sotrovimab bekommen haben, haben sie nur 100 Bau. Obwohl sie dann in den T-Tests hochpositiv sind, also an der obersten Perzentile der Neutralisierungs. Also wir wissen es noch nicht. Es gibt möglicherweise andere Tests, die hier besser funktionieren. Aber ich glaube, das ist alles Fragen, die man sozusagen jetzt on the go klären muss und den Patientinnen, die hohes Risiko haben, das es jetzt gibt. Und dann hat man wahrscheinlich 2 Monate Zeit, rauszufinden, wann der richtige Zeitpunkt ist, wann sie die nächste Dosis brauchen. Und das ist ja der Grund, warum das Evusheld, das ja vor allem jetzt in den USA in einer sehr großen Zahl zur Verfügung steht, so viel eleganter ist, weil das ist eine intramuskuläre Injektion.
Und das ist durch diese FC-Mutation hat es eine sehr, sehr hohe Halbwertszeit. Und zumindest gegenüber den früheren Varianten ist wahrscheinlich die Wirksamkeit eher im 9-Monate-, 12-Monate-Bereich anzunehmen. Und das wäre dann schon dezentraler zu geben, weil es eine intramuskuläre Injektion ist. Und das zumindest vor Omikron-Zeiten hat es wahrscheinlich einen sehr langen Schutz mit sich gebracht. Aber wie lange jetzt Evusheld gegen Omikron neutralisierende Aktivität hat, das ist auch noch ungeklärt. Also Omikron hat das alles jetzt irgendwie die Karten hier leider neu gemischt. Und wir glauben, dass sozusagen diese Höchstrisikogruppe im Moment wahrscheinlich mit diesem limitierten Gut der Antikörper gut zu schützen ist. Das ist sozusagen eine Abwägung. Werten Sie unser vieles Nachfragen bitte als Ausdruck unseres großen Interesses, das aber auch an der Stelle nochmal Hochrisiko beinhaltet, dann aber jeden Nierentransplantierten. Oder machen Sie innerhalb der Nierentransplantierten nochmal eine Abstufung, dass Sie sagen, nicht jeder Nierentransplantierte mit einem Titer von 0 ist ein Hochrisiko, sondern der muss noch was Zusätzliches haben. Oder jeder Transplantierte mit einem Titer von 0. Idealerweise jedem zukommen lassen, aber es... Wie gesagt, das ist alles gerade im Rollout und es gibt hier noch kein konkretes Prozedere, wie wir das machen. Also das ist alles, wir haben letzte Woche sozusagen den ersten Patienten das geben können, weil es hier zur Verfügung gestellt wird. Aber ja, es ist natürlich Patientinnen, es gibt halt Patientinnen, die starken sozialen, psychischen Druck mittlerweile haben, die irgendwie in vielen Ebenen irgendwie durch die Corona-Pandemie-Situation psychische Probleme entwickelt haben durch die Isolation, Patienten, die ungeschützten, also Familienkontakt haben, wo nicht alle sozusagen impfbar sind. Das sind die Patientinnen, die wir sozusagen als erstes irgendwie als vulnerabelste Gruppe gesehen haben und denen das dann versuchen zukommen zu lassen. Es ist, wie gesagt, es ist nicht so leicht und trivial sozusagen das zu allozieren, aber wir versuchen halt so gut es geht, es möglichst vielen zu geben und wie gesagt, durch diese Der kurzfristige Plan ist, dass wir zum Glück wahrscheinlich im Rahmen einer Studienkollaboration eben Evusheld bekommen und dass wir das dann in ausreichender Zahl haben, um es wirklich sehr breit unseren Patientinnen anbieten zu können. Wie machen Sie das mit Patienten, zum Beispiel mit membranöser Glomerulonephritis, die Rituximab haben oder Anker-assoziierter Vaskulitis, die Cyclophosphamid oder Rituximab haben? Wenn die auch einen Titer von 0 haben, fallen die ja eigentlich auch in diese Kategorie von Hochrisiko? Ja, ich meine, es gibt generell in Wien, da hat die Gemeinde Wien mehrere hundert Dosen Sotrovimab speziell für die Präexpositionsprophylaxe bereitgestellt. Also da sind wir nicht die einzigen an dem nephrologischen Zentrum, die das geben, sondern es gibt ja eine Priorisierung, dass eigentlich alle Non-Responder möglichst zeitnah Zugang zu solchen monoklonalen Antikörpern als Prophylaxe bekommen sollten. Und hier sind die Solid Organ Transplants sozusagen priorisiert und erst im weiteren Schritt dann andere Gruppen damit zu versorgen im Endeffekt. Da gibt es einen Plan, der verfolgt wird. Aber ja, das sind... Im Endeffekt sollten alle diese Patientinnen, die aufgrund ihrer Immunsuppression nicht auf eine Impfung ansprechen, mit diesen Medikamenten versorgt werden. Aber es ist im Moment ein begrenztes Gut sozusagen. Deswegen in irgendeiner Form eine Priorisierung notwendig. Derzeit noch. Dann würden wir zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz das Thema der antiviralen Medikamente anreißen. Wir hatten mit Professor Kramer vor wenigen Tagen gesprochen, hatten da gelernt gehabt, das antivirale Medikament, was uns wahrscheinlich am meisten helfen wird, wird das Paxlovid sein. Jetzt habe ich etwas erlebt in den letzten Tagen, was ich so in der Medizin bisher noch nicht erlebt habe, dass jetzt schon im Transplantationsbereich mehrere Publikationen erschienen sind, die uns so ein bisschen gewarnt haben vor Interaktion, insbesondere bei immunsupprimierten Patienten, insbesondere durch die CYP3A4-Hemmung von dem Präparat. Haben Sie da in Wien, habt ihr da in Homburg schon eine Erwartung, wann das genau in Österreich, in Deutschland zur Verfügung sein wird? Und gibt es da schon eine Strategie, wie man dann damit umgehen wird? Dazu habe ich keine Information, kann ich nichts Vernünftiges sagen, leider. Also ich kann jetzt, da ich keine Klinikerin bin, möchte ich damit auch nicht allzu viel sagen. Ich weiß nur, dass es jetzt neuerdings in Homburg verfügbar ist.
Und wo man eben darauf achten muss, ist, dass eben dann die Spiegel entsprechend eingestellt werden, beziehungsweise die Calcineurin-Inhibitoren möglichst niedrig dosiert werden und dann eben ständig der Spiegel kontrolliert werden muss. Ja, das Enzym wird ja irreversibel gehemmt und deshalb ist es umso wichtiger, dass man die Tacrolimus- oder Calcineurin-Inhibitorspiegel eben niedrig oder die Calcineurin-Inhibitoren niedrig dosiert und dann auch eben Spiegel bestimmt. Ich beende das Gespräch so, wie ich es begonnen habe. Ganz herzlichen Glückwunsch an beide. In diesen bewegten Zeiten so spannende Daten uns zur Verfügung zu stellen. Neben der großen zeitlichen Belastung in der Klinik. Und das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Und das ist so wichtig, weil uns diese Daten ja wieder zeigen, dass wir immer wieder auf Überraschungen stoßen, die uns dann hinterfragen lassen, was wir in den Vormonaten eigentlich vermeintlich gewusst haben schon. Insofern eine Vorwarnung. Martina Seester ist eh regelmäßige Gästin bei uns, worüber wir uns sehr freuen. Aber wir würden natürlich auch sehr gerne dann, wenn wir dann in ein paar Monaten wieder mehr gelernt haben, gerne nochmal mit Ihnen in Wien sprechen. Zunächst aber mal einen schönen Abend. Herzlichen Dank an beide. Danke. Gerne.